Seit Monaten demonstrieren junge Menschen über alle Parteizugehörigkeiten hinweg für das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens. Die AfD und Teile der Union lehnen allerdings diese Proteste ab. Vielmehr noch ist für die AfD sogar die Energiewende und der Klimaschutz Teufelszeug. Die CDU/CSU drückt es vielleicht nicht ganz so radikal aus, aber auch größere Teile dieser Partei lehnen wirklich wirksame Klimaschutzmaßnahmen ab. Von ihren Zielen her sollte aber bei beiden Parteien der Klimaschutz und die Energiewende ganz oben auf der Agenda stehen. Und warum Energiewende und Klimaschutz für die AfD und die CDU/CSU Thema Nummer 1 sein sollte, das zeigt heute dieses Video. Schauen wir uns doch erst einmal einige Positionen von CDU, CSU und AfD an, wobei die AfD besonders kritisch in Bezug auf Energiewende und Klimaschutz ist. Die AfD fordert die Beibehaltung der Energiequellen des bestehenden Strommixes und ein Ende der deutschen Energiewende. Und die AfD fordert eine Bestandsgarantie bis 2050 für alle Verbrennungsmotoren. Keine Änderung des Energieverbrauchs in den Bereichen Stromerzeugung und Verkehr, das sind Positionen der AfD. Das heißt, die AfD möchte, dass die Zusammensetzung unseres Energiemixes so bleibt, wie sie derzeit ist. Und dann schauen wir uns doch einfach mal an, wie die Energieversorgung in Deutschland sich heute zusammensetzt. 34% des Primärenergiebedarfs werden durch Erdöl gedeckt. 24% durch Erdgas, 10% durch Steinkohle, 12% durch Braunkohle, 6% durch die Kernenergie und 14% durch erneuerbare Energien. Das war Stand 2018. 2019 hat es kleine Verschiebungen gegeben, das heißt ein bisschen weniger Einsatz von Kohle, etwas mehr Erdgas und erneuerbare Energien, allerdings keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikation von CDU/CSU erfolgt komplett anders. Offiziell steht man zu der deutschen Energiewende. Aber auch im Verbrennungsmotor sieht die Union durchaus noch eine relativ lange Zukunft. Und beim Windenergieausbau, da ist man sich in Teilen der Union einig, dass sie regelrecht zum Abschuss freigegeben ist. In einzelnen Bundesländern stemmt man sich vehement gegen den weiteren Ausbau und das, obwohl die Windenergie in den vergangenen Jahren der Motor der deutschen Energiewende war. Anders als die AfD steht die Union noch offiziell zum Kernenergieausstieg. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfolgt allerdings so langsam, dass wir damit bestenfalls den wegfallenden Kernenergieanteil ersetzen können. Bei den Energieträgern Erdöl, Erdgas und Kohle wird sich hier kaum etwas verändern. Und wenn wir uns diese Energieträger anschauen, dann sind es Energieträger, die wir in Deutschland nicht haben. Das heißt, das Erdöl, das Erdgas und die Steinkohle müssen fast vollständig importiert werden. Wir haben hier Abhängigkeiten vom Ausland, Energieträger, die in Deutschland nicht zur Verfügung stehen. Und wir haben einen Importanteil von weit über 60%, der mit der Entwicklung hier zementiert wird. AfD und Union setzen mit ihren Forderungen damit weiterhin auf diese Importabhängigkeiten. Und diese Importabhängigkeiten sind enorm. Jahr für Jahr fließen große Milliardenbeträge aus Deutschland weg ins Ausland für den Import dieser Energieträger. Das heißt, wir investieren Milliardenbeträge aus Deutschland, von deutschen Einkommen davon, Erdöl, Erdgas und Steinkohle zu importieren mit langfristig steigender Tendenz. Im Jahr 2018 waren es bereits 70 Milliarden Euro, die aus Deutschland weggeflossen sind für den Import dieser fossilen Energieträger. Bekommt ein Ölscheich Husten, kann das Deutschland Millionen an Euros kosten. Ein Beispiel dafür ist der Drohnenangriff im September 2019 in Saudi-Arabien. Dabei wurden Ölanlagen zerstört, der Ölpreis ging international nach oben und Deutschland konnte nur zusehen, wie Millionen an Euros zusätzlich aus Deutschland abgeflossen sind. Eine wirkliche clevere Art der Energieversorgung ist das aus meiner Sicht nicht. Warum setzen wir nicht mehr auf Energie aus Deutschland? Energie aus deutschen Energieträgern, das heißt der Solar- und der Windenergie, Geld, was bei uns im Land investiert wird, in Technologien, in denen wir jahrelang weltweit Spitze waren und damit Hunderttausende an zukunftsfähigen Arbeitsplätzen bereits in Deutschland geschaffen haben.
Doch statt hier massiv in diese Technologien zu gehen und die Importabhängigkeiten zu reduzieren, brechen derzeit die Investitionen in die erneuerbaren Energien ein. Und das, obwohl die erneuerbaren Energien inzwischen die preiswerteste Art bei der Stromerzeugung in Deutschland bei Neuanlagen sind. Warum setzen wir nicht auf eine 100% deutsche Energieversorgung? Eine Energieversorgung, die bei uns im Land ausschließlich durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Damit haben wir dann keine Importabhängigkeiten mehr. Wir müssen dann kein Erdöl, kein Erdgas mehr aus Russland oder gar dem Nahen Osten importieren. Der IS hat einen Großteil seines Terrorkrieges auch durch den Verkauf von Erdöl finanziert. Das heißt, wer in Deutschland den Diesel retten möchte, unterstützt damit am Ende sogar über Umwege den islamistischen Terror. Die Solar- und Windenergie in Deutschland ist allerdings eine Technologie, die wir ganz ohne Terrorgefahr nutzen und einsetzen können. Und erneuerbare Energien sind auch ein regelrechter Jobmotor. Von 2000 bis 2011 sind in Deutschland über 300.000 zukunftsfähige Arbeitsplätze in Deutschland durch die erneuerbaren Energien geschaffen worden. Im Vergleich dazu arbeiten derzeit gerade mal rund 20.000 Menschen in der Braunkohle. Doch durch den zögerlichen Ausbau der erneuerbaren Energien und das Abbremsen der Energiewende sind seit 2011 wieder Tausende an deutschen Arbeitsplätzen verloren gegangen. Dafür setzen wir weiter auf den Import. Auch das Festhalten am Verbrennungsmotor ist ein für Deutschland extrem schädlicher Weg. Die deutsche Automobilindustrie ist auf den Export angewiesen. Ein Großteil ihrer Produkte geht ja ins Ausland. Und hier ist Deutschland dabei, den Spitzenplatz abzugeben. China ist bereits bei den Batterietechnologien führend. Deutschland ist ein Entwicklungsland und muss einen Großteil der Technologien und Produkte hier importieren. Und Länder wie China und Indien sind dabei, ihre Märkte ab dem Jahr 2030 für Verbrennungsmotoren zu schließen. Sie werden dann verboten sein. Und wo zum Teufel soll Deutschland dann noch Verbrennungsmotoren verkaufen, wenn der größte Teil des Weltmarktes wegbricht? Das heißt, wer auf die alten Technologien hier setzt und diese versucht zu verteidigen, riskiert am Ende sogar das Aussterben der deutschen Automobilindustrie. Es gibt also viele Gründe für eine schnelle Energiewende in Deutschland und den massiven Ausbau erneuerbarer Energien. Die schnelle Energiewende stärkt Deutschland. Sie schafft Tausende an zusätzlichen deutschen Arbeitsplätzen und sie sorgt dafür, dass unser Geld hier in Deutschland bleibt und nicht ins Ausland abfließt. Und sie sorgt dafür, dass wir nicht über Umwege mit dem Kauf von Erdöl auch noch den islamistischen Terror finanzieren. Aber es gibt noch einen weiteren Grund für eine schnelle Energiewende, und das ist der Klimawandel. Ich weiß, gerade bei den angesprochenen Parteien ist dieses Thema durchaus kontrovers diskutiert. Die Union selber steht zwar zu Klimaschutz, aber Teile der Union haben gar kein Problem mit dem Klimawandel und lehnen allzu harsche Klimaschutzmaßnahmen radikal ab. Die AfD zweifelt generell an dem vom Menschen gemachten Klimawandel und einige Abgeordnete bezweifeln sogar, dass es überhaupt einen Klimawandel derzeit auf der Erde gibt. Wobei so richtig tausendprozentig sicher scheint man sich bei diesen Aussagen nicht zu sein. Die AfD fordert nämlich trotzdem die Fortsetzung der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet des Klimaschutzes. Wenn es einen Klimawandel nicht gibt, bräuchte man diese Forschung eigentlich nicht wirklich. Nun gibt es aber 26.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Stellungnahme von Scientists for Future sehr eindringlich vor dem vom Menschen gemachten Klimawandel warnen. Ist die Frage, sind sich wirklich alle Anhänger von AfD und CDU/CSU einig, dass all diese 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler komplett falsch liegen? Solange sich nicht alle tausendprozentig sicher sind, dass es keinen vom Menschen gemachten Klimawandel gibt, müsste der Klimaschutz gerade für die Anhänger von AfD und CDU/CSU ein ganz wichtiges Anliegen sein. Denn bereits heute sind klimatisch bedingte Ereignisse Fluchtursache Nummer 1 noch vor Kriegen und militärischen Auseinandersetzungen. Das können wir sehr gut auf dieser Weltkarte von IDMC sehen. Hier sind weltweite Fluchtursachen verzeichnet. Die orangenen Kreise zeigen Fluchtbewegungen aufgrund von militärischen Auseinandersetzungen und Konflikten. Die blauen hingegen, die ja hier sehr viel häufiger auftreten, das sind Fluchtbewegungen aufgrund von Naturkatastrophen und dort im Wesentlichen klimatisch bedingte Stürme
und Überschwemmungen. Ja, was ist, wenn am Ende die 27.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Scientists for Future doch recht haben? Das heißt, wenn es doch den vom Menschen gemachten Klimawandel in der Art und Weise gibt. Forscherinnen und Forscher warnen, dass bereits Mitte des Jahrhunderts größere Teile der Erde zu heiß sein werden zum Leben. Und im Jahr 2100 könnten riesige Regionen, wie wir auf dieser Karte sehen, hier komplett wegfallen. Das heißt, wir haben einen Verlust des Lebensraums dann von Milliarden von Menschen und dann sind die Fluchtbewegungen nach Deutschland, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, vergleichsweise Pillepalle. Wollen wir wirklich dieses Risiko eingehen, auch wenn es aus Sicht von AfD und CDU/CSU gering ist? Haben die Forscherinnen und Forscher doch recht? Dann wird sich Deutschland, unser geliebtes Heimatland, so wie wir es lieben und kennen, dramatisch verändern. Der Klimawandel wird ein großes Artensterben auslösen. Viele Arten, die Deutschland definieren, werden nicht mehr existieren. Und der Wald, ein Teil unserer Kultur, ein Teil unserer Geschichte in Deutschland, wird ebenfalls in der bekannten Art und Weise nicht mehr weiter existieren können. Ein Vorgeschmack darauf gibt uns das Waldsterben im Jahr 2019, was durch die Dürresommer der letzten beiden Jahre ausgelöst wurde. Ich selbst fühle mich durch viele Positionen von AfD und CDU/CSU und vor allen Dingen den häufig recht aggressiven Kommunikationsstil nicht wirklich abgeholt. In einer Demokratie ist aber vollkommen okay, wenn sich alle die Positionen abgeordneten Parteien heraussuchen, die ihren persönlichen Überzeugungen, Werten und Lebensentwürfen am ehesten entsprechen. Wenn Sie allerdings der Meinung sind, dass wir ein Problem mit Zuwanderung haben, das wir in naher Zukunft nicht auch noch explosionsartig verschärfen sollten, wenn Sie der Meinung sind, dass Natur- und Heimatschutz ein wichtiges Anliegen ist und wir den deutschen Wald beschützen und erhalten sollten, so wie er ist, wenn Sie der Meinung sind, dass deutsches Geld besser in Deutschland investiert werden sollte und nicht für unnütze Importe von Erdöl, Erdgas und Kohle ausgegeben werden sollte, und wenn Sie der Meinung sind, dass wir mit deutschem Geld nicht auch noch über Umwege durch den Kauf von Erdöl möglicherweise Konflikte, Kriege und islamistische Terroristen finanzieren sollten, die am Ende dann unsere Sicherheit und Stabilität gefährden, dann gehen Sie zu Ihren Abgeordneten und fordern Sie zum Handeln auf. Sie wollen doch sicherlich nicht diese für Deutschland so wichtigen Themen ausschließlich den Linken und Grünen überlassen. Wenn wir unser Land bewahren und schützen wollen, so wie es ist, dann müssen auch Energiewende und Klimaschutz zu wichtigen Themen von AfD und CDU/CSU werden. Ja, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann setzen Sie einen Like, abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie kein weiteres Video verpassen wollen, setzen Sie auch die Glocke. Und dann bleibt mir nur noch übrig, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.